Okay, es tut mir leid. David hätte es mir nie verziehen, wenn ich dieses Versprechen gebrochen hätte. Ich darf sein Vertrauen nicht missbrauchen. Nicht nach all dieser Zeit. Oh. Naja, in Ordnung. Sie müssen letztendlich die Wünsche Ihres Freundes respektieren. Wie auch immer, es ist an der Zeit für mich zu gehen. Aha. Aha. Da ist wohl einer enttäuscht. Aha. Weiles. War das Heimteam, das Gemini Storm und Epsilon besiegt hat? Jawohl, ich hätte nicht erwartet, dass wir ihn an einem solchen Ort begegnen würden. Sie sehen nicht besonders bedrohlich aus, muss ich sagen. Nebenbei bemerkt, du weißt, was du hier zu tun hast, oder? Jawohl, Herr Schüler. Ich werde Genesis sagen, dass sie sich dieses Notizbuch so schnell wie möglich aneignen müssen. Ausgezeichnet. Und nun zu Folkshore. Dort unseren Bericht sollte es hier einen außergewöhnlichen starken Fußballspieler geben, weil mir ist nichts Besonderes bei diesen Kindern aufgefallen. Ich muss leider zugeben, dass dieser Ausflug Zeitverschwendung war. Ich muss mir wohl bei Ihnen entschuldigen. Seien Sie sicher, dass die Person, die für den fehlerhaften Bericht verantwortlich ist, die Konsequenzen trägt. Ausgezeichnet, dennoch könnte ich diese Ausflug noch zu interessanten Ergebnissen führen, weil es... Wenn wir David Evans Notizbuch der Meister finden könnten, würde Genesis da nahezu unbesiegbar werden. Oh, eine Sache habe ich noch. Wenn wir schon hier sind, könnten wir uns auch gleich der Raimon Elf entledigen. Die gehen mir ziemlich auf die Nerven. Verstanden, Herr Schiller. Ich werde dafür sorgen, dass ihre Befehle zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt werden. Dieser kleine, fette Bastard. Also, Herr Selector, werden Sie uns jetzt sagen, wo das Notizbuch meines Opas ist? Ich kann es kaum noch abwarten, zu sehen, welche Spezialtechniken dort aufgeführt sind. Oho, wie ich sehe, bist du genauso ungeduldig wie dein Großvater. Wir sollten nicht überstürzen, oder? Ich hatte das Gefühl, dass du mit mir noch ein wenig über die alten Tage reden wolltest. Wir machen das so. Ich zeige euch erstmal die Stelle in der Stadt, wo David immer gespielt hat. Wo mein Opa gespielt hat? Wow. Das würde ich mir gerne anschauen. Oh, na dann, auf geht's. Herr Rektor, vielleicht sollten Sie ein Mitglied des Fußballvereins begleiten. Dort ist sicher ein Mitglied, ja. Kann ich mitkommen? Bitte. Ich will bei Mark bleiben. Bitte! Ist ja gut, du musst ja nicht gleich laut werden. Aha, alles klar, auf geht's, Darren. Darren, super, ich gehe euch auch nicht auf die Nerven. Aber jetzt schon, versprochen. Lachschatz hat sich dir angeschlossen. Und der wird auch später zu meiner Truppe kommen. Mark scheint Darrens Vorbild zu sein. Oh, dein Großvater spielte immer auf einem Holzplatz, der mitten in der Stadt liegt. Wir könnten losgehen, sobald ihr fertig seid. Sind wir fertig? Wo muss ich hin? Und du? Okay. Klasse. Warte. Die Mähdrescher. Warte mal. Ach komm, ich mach mal Prisma Bogen. Da gibt es jetzt irgendwas. Hab ich jetzt gerade so gesehen, das will ich jetzt auch wissen. Was da sein soll. Tolles Tor! Komm bei dich. Level 32, geil. Anscheinend ist hier nichts. Auf der anderen Seite. Ich komm nicht mal da durch. Okay. Karte. Innenstadt? Ah, okay, ich muss auf die andere Seite. Lasst mich durch, danke. So. Bitte keine Superskämpfe. Sehr gnädig. Ach, hier ging es weiter. Wuff, was macht der Typ denn Auto bei dem Automaten? Was machst du denn? Ach, ich komme nicht dran. Mir sind dann die 100 Gentlemen unter den Automaten gefallen. Oh. Aber hier kann man Reisbällchen kaufen.
du es nicht kaufen willst, dann lies es auch nicht. Haha, die Aufgabe der Blitzelf diese Woche ist großartig. Es geht doch nicht über eine gute Schlüssel zu kommen. Ach so. Und du hier? Nudelsuppe mit Schwein? Oder Soja? Oder noch die extra Blitze? Ja, okay, die will ich essen. Manchmal frage ich mich, warum ich das nicht vorlese, weil es unnötig ist. Und Ruhe. Blütenhüter? Nee. Nichts mit Blütenhüter. Diese Verstimmung ist immer noch nicht zurück. Ich frage mich, warum er die Schwurheit hat. Kampfgeist verbessern. Kampfgeist. Wie viel Kampfgeist hast du? 42, 37. Komm, du musst mal ein bisschen Kampfgeist entwickeln. Ja, das verbessert Kampfgeist. Glaube ich dir, das verbessert 100 Pro Kampfgeist. Da kann mir kein anderes. Was hat er gesagt? Achso, ist pleite gegangen, achso. Ich habe Truhe gesehen. Ich will aber die Truhe haben. Was machen die jetzt? Hier hat also mein Opa Fußball gespielt, als er jung war. Das ist super. Ich frage mich, welche Spielzeittechnik er hier trainiert hat. David? Hä? Oho, entschuldige, du sahst für einen kurzen Moment genauso wie dein Opa und Großvater aus. Wo habe ich nur meinen Kopf? Auf deinen Schultern? Kein Problem. Das passiert jeden Mal. Wie war Max Großvater denn so? Ja, die gute. Nein, keine Blendwitze mehr. David, oh, er war eine sehr interessante Persönlichkeit. So viel ist sicher. Ja. Ja, sehr interessant. Er hat immer Dinge gesagt wie, mach einfach rum. Und dann krach, da sind die Bälle natürlich immer reingekommen. Gott, das deutsche Volk! Er hat die perfekte Atmosphäre, um eine neue Spezialität zu erkunden. Okay. Aha. David hasste es nicht auf die Welt. Hasste nichts auf der Welt. Zu verlieren und Juden. Wenn ihr gegen ein anderes Team verloren, dann konnte er sich erst wieder entspannen, wenn ihr uns revanchiert haben. Ja, KZ und so. Er tagtäglich von morgens bis abends trainiert, bis seine Finger ganz grün und blau waren. Mann, dein Großvater hat es echt drauf, Mark. Ja, hat er. Und er kam wegen seines Trainings auch oft zu spät zur Schule. Hohoho. Das erklärt den Hauptschulabschluss, den er bekommen hat. Zu spät zur Schule? Meine Güte, Opa, das musst du gerade sagen. Hä, was meinst du? Hey, manchmal ist Mark auch so mit dem Training beschäftigt, dass er völlig vergisst, zur Schule zu gehen. Dein Großvater und ich waren Freunde auf Lebenszeit. Selbst als er Fukuoka verließ, um ein Profi zu werden, blieb das so. Wir haben uns geschworen, immer füreinander da zu sein, egal wie weit voneinander entfernt blieb. Füreinander da sein? Genau. Hast du auch besondere Freunde, auf die das zutrifft, Mark? Besondere Freunde? Koenji! Mark! Ja, die habe ich. Genau so einen Freund habe ich. Einen, auf den ich immer zählen kann, wie weit wir auch voneinander entfernt sind. Mark, du denkst gerade an Axel, oder? Also vergiss einfach nicht, wie wichtig deine Freunde sind, in Ordnung? Und jetzt das, weswegen ihr überhaupt hier seid. Das ist David Evans, Notizbuch der Meister. Megatechniken, yay! Das ist es, das Notizbuch der Meister. Dieses Notizbuch ist voller Spezialtechniken, die David leider nicht meistern konnte. David hat immer dafür gesorgt, dass das Buch versiegelt blieb. Du weißt bestimmt warum. Die sind zu mächtig, die Technik. Die Spezialtechnik. Die sind zu mächtig. Genau, wenn man diese Spezialtechnik nicht akkurat auswählt, kann man ernsthaft verletzt werden. David gab mir das Notizbuch, um darauf aufzupassen. Er sollte auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Einmal sagte er zu mir, ich habe das Gefühl, dass dieses Notizbuch irgendwann jemandem sehr nützlich sein wird. Auf diesen Tag habe ich seitdem gewartet. In der Zwischenzeit habe ich es an einem sicheren Ort aufbewahrt. Ist das der Grund, warum sie sich nach den Alien-Angriffen mit uns in Verbindung gesetzt haben? Genau, ich dachte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dies ist schließlich ein Notfall. Ah, verstehe. Wenn ich euch jetzt das Buch gebe,
dann werdet ihr sicher gleich anfangen, wollen die Techniken auszuprobieren. Aber ich muss euch warnen, es wird nicht leicht sein, sie zu lernen. Der eine oder andere könnte sich dabei verletzen. In Ordnung. Ihr seht schon, dass euch das nicht aufhalten kann, stimmt's? Herr Rektor, keiner kennt sich besser mit dem Freundschaft aus als Mark. Er würde es nicht zulassen, dass sich seine Freunde verletzen. Genug gequaselt, wir müssen die Techniken erlernen. Los geht's, was machen schon ein paar blaue Flecken, wenn ihr danach zu stärkeren Spielern werdet? Ich will mich nicht zu verletzen, aber leider bin ich verletzt. Als dass ich überhaupt kein Fußball mehr spielen kann? Fetti Bum Bum, alles klar, Leute. Herr Balding, kann ich jetzt das Buch haben? Wir werden alles daran setzen, alles zu besiegen, um in einer friedlichen Welt Fußball zu spielen. Lasst uns versuchen, diese Megatechniken zu meistern, für das Spiel, das wir lieben. Mark, du bist eine Inspiration. Das ist die richtige Einstellung. Gut gesprochen, Mark. Ich stimme dir zu. Wir alle stimmen dir zu. Jo. Ihr seid wirklich ein wahre Freunde. Das kann man sehen. Ich bin mir sicher, dass das Notizbuch der Meister bei euch in guter Hände ist. David hat dieses Notizbuch viel bedeutet. Pass bitte gut darauf auf. Notizbuch der Meister erhalten. Juhu. Das Notizbuch meines Opas. Wow, das ist echt klasse, Mark. Welche Spezialtechniken dafür sind? Puh, seine Handschrift hat sich jedenfalls nicht verbessert. Opa, vielen Dank für alles. Auf geht's, Leute, wir müssen jetzt trainieren, um noch besser zu werden. Auf geht's! Ach, Mark, ich muss dir etwas sagen. Was gibt's darin? Ich liebe dich. Erinnerst du dich noch, was du vorhin gesagt hast? Über deinen Freund, auf den du immer zählen kannst? Los jetzt, Mark, beeil dich. Ja, ich komme schon. Dann bitte erzähl mir doch den Rest, wenn wir wieder an der Funkshow sind. Warte, Mark. Muss ich wieder den ganzen Weg zurück? Okay, werde ich trainieren gehen. Die Erntehelfer? Ich glaube, ich bin gerade in einem Bauernkampf gelandet oder so. Schlossbrecher. Irgendwie war das gerade richtig zu schnell, oder? Was kam mir so vor? Weiter so, Raimund! Wieso, Stormwall? Ich mag die so sehr. Das mit Hitler muss nicht sein. Das muss nicht sein. Perfekt, Snack. Okay, dann habe ich alles. Karte. Was ist denn los, Jonathan? Oh, das war ja schrecklich. Lass uns schnell von hier verschwinden, solange wir noch können. Hey, was ist denn hier los? Es ist von Elias. Sie haben uns eben mitgeteilt, dass sie nicht vorhaben, Gnade walten zu lassen. Was? Lass mich mal sehen. Das gibt es nicht. Schaut euch mal die Unterschrift an, die unter dieser Nachricht steht. G? Schau, könnte das nicht das überlegene Team von Elias sein, von dem du uns erzählt hast? Ach, die Gerüchte sind wahr. Ich wusste es. Willst du damit sagen, dass dieses überlegene Team herkommt, um die Folkshow anzugreifen? Oh, wir haben es ja noch nicht mal in den Football Frontier geschafft. Unser Schicksal ist besiegelt. Ein für alle Mal besiegelt. Leute, hört mir zu. Ich liebe euch alle. Wir können doch jetzt nicht aufgeben. Wir haben schließlich enorm hart trainiert. Wir müssen an uns glauben und uns gegenüber Alias behaupten. Devon! Diese Verrohungen funktionieren vielleicht gegen ein menschliches Team, aber hier geht es um Aliens. Das haben Mark und die anderen am Anfang bestimmt auch gesagt. Aber sie haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und bewiesen, dass Aliens besiegt werden kann. Wir haben so viel Zeit investiert, um nur die Reinigung zu sein. Und jetzt wollt ihr einfach aufgeben? Mit so einer Einstellung werden wir niemals so gut wie sie. Damon, er hat recht.
Das ist die richtige Einstellung, Devin. Und jetzt zeigen wir der Welt, aus welchem Holz Fogshaw geschnitzt ist. Oh, was für eine Rede. Jetzt bin ich richtig aufgeheizt. Mark, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen hart trainieren, wenn wir es mit Aliens aufnehmen wollen. Willt ihr uns dabei helfen? Natürlich helfen wir euch. Stimmt's, Freunde? Aber sicher doch, wir helfen. Wo wir nur können. Wir waren mehr als nur glücklich, wenn wir euch unter den Fittichen nehmen dürften. In eurer momentanen Fassung habt ihr gegen Aliens keine Chance. Stellt euch auf richtig knallhartes Training ein. Oh, bin ich etwa der Einzige, der hier nervös wird? Bist du dir sicher, dass hier die richtige Entscheidung trifft, Mark? Ich muss schließlich auch die Megatechniken trainieren. Den Fußballplatz könnt ihr jedenfalls benutzen, wie ihr möchtet. Warum übt das Heimateam nicht die Megatechniken, während sie mit Fogshaw trainieren? Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig helfen, Mark. So haben alle etwas davon. Klasse, dann lasst uns keine Zeit mehr dabei verschwenden. Los geht's, Leute. Auf, ja, geht's. Ach so. Und was kommt jetzt? Ah. Mark. Javier, was machst du denn hier? Und wir sehen uns im nächsten Part.